Was Blödes. Herr Lindes, habt ihr geltend gemachte Schadensersatzforderung in Höhe von D-Mark 8842 als unbegründet ab und verweisen auf den Rechtsweg. Aber, Herr Brudzinski, wir können uns drehen wie die Ziege am Strick. Wenn Sie Ihren Kleintransporter, den Sie nach dem Unfall für viel Geld haben reparieren lassen, verkaufen, an uns oder wen auch immer, dann bedeutet das für Sie ein Verlustgeschäft. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Ja, was soll ich denn nur machen, Freunde? Sagt mir's. Die Versicherung von dieser Rennfahrer-Friseuse, die will nicht bezahlen, weil angeblich Aussage gegen Aussage steht. 8.500 Mark habe ich zu kriegen von die Brüder. Davon kriegen Sie allein natürlich schon 5.000 Mark für die Rest der Reparaturkosten. Ja, aber Sie haben trotzdem. Na, bitte schön, bitte schön. Das ist ja Ihr gutes Recht. Aber Sie schreiben mir da, ich soll bezahlen Bereitstellungsgebühr für Kredit von 5.000 Mark, was Sie mir geben. Ich soll Standgeld für mein Auto bezahlen. Gerichtskosten für einstweilige Verfügung. Anwaltsgebühren. Und das alles, wo ich keine Einnahmen habe. Weil ich ohne meinen Wagen weder Obst noch Gemüse zu der Leute bringen kann. Natürlich kann ich mich drehen wie Ziege am Strick. Aber ich frage Sie, was bleibt Ziege anderes übrig? Nachdem ich mit dem Herrn Pfeffer gesprochen habe, ist mir das völlig klar. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Entlassung ist unwirksam. Das steht im Betriebsverfassungsgesetz. Sicher. Aber im Betriebsverfassungsgesetz steht auch, dass man während der Arbeitszeit arbeiten soll. Tag. Wir müssen uns, glaube ich, noch mal unterhalten. Vielleicht am Nachmittag, ja? Ja, der Chef die Kündigung nicht zurückgenommen. Nein. Hm? War ja wohl auch nicht zu erwarten, nachdem Sie statt beim Arzt anderthalb Stunden beim Friseur waren. Wenn schon, dann informieren Sie mich bitte vollständig. Doch dämlich, mir was zu verschweigen, was der Chef bereits weiß. Genauso dämlich wie alles andere, was Sie sich so geleistet haben, ja? Also, es ist noch nie Arbeit liegen geblieben. Kunststück. Wenn ich alles miterledige. Aber es gibt ja immer so Dumme. Fräulein Köckel, wenn Sie auf mich hören, dann gehen Sie noch mal zum Chef und versuchen, das in Gutem aus der Welt zu schaffen. Damit tun Sie nicht nur sich einen Gefallen, ja? Ja, und wenn er auf der Entlassung besteht? Kündigungsschutzklage, der wird sich hüten. Sie können auch Gott danken, dass es das Betriebsverfassungsgesetz gibt. Herr Brudzinski! Herr Brudzinski! Was war denn los? Ach, von der Versicherung kriegt er vorerst kein Geld. 6.000 Mark muss er allein für die Reparatur zahlen. Jetzt will er den Wagen verkaufen und wir können ihm nur 4.000 dafür geben. Das muss so ein Mann auch erst mal verstehen. Ja. Franz? Franz? Halb vier. Um 11 ist er weg. Der Herr Brudzinski ist nicht da, falls Sie zu ihm wollen. Ja, ich wollte ihm gerade die Lesemappe bringen, die für ihn abgegeben worden sind, aber
Der ist scheint's noch weg. Na, dann kommt er noch. Vielen Dank. Bitte schön, gern geschehen. Stimmt doch was nicht. Herr Dietz? Ja? Ich möchte mich entschuldigen. Ich wollte Sie bitten, die Kündigung zurückzunehmen. Nein, Fräulein Köckel. Ich habe mich doch entschuldigt. Sie haben das Wort gebraucht, ja. Dann eben anders. Das ist mir schon vorhin aufgefallen. Muckt sich überhaupt nicht mehr. Ach, der ist besoffen. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Was ist los? Der liegt schon eine Stunde über dem Tisch. Guten Abend. Guten Abend. Männer, das ist kein Fall für mich. Wenn der Mann betrunken ist, geht uns das nichts an, wie Sie wissen. Wir sind ja die Rausschmeißer von der Wirte. Der hat was, da müsst ihr euch reiten. Das haben Sie sich aber gut gemerkt. Na, Vater, was ist dann los? Zu viel getankt, hä? Wie heißen Sie denn? Hallo? Voll wie ihr Haubitz. Das haben wir gern. Erste Leid, das Geld abknippen, aber dann sich die Hände nicht dreckig machen. Na, ihr werdet mir den Mann doch nicht da liegen lassen. Ja, wir nicht, Sie Sportsfreund, Sie. Komm, hopp. Ja. So. Und mein Geld? Na, der Mann hat noch 18 Mark zu bezahlen. Schick es ihm die Rechnung, die Adresse krieg ich auf dem Revier. Komm, schön langsam, schön langsam. Mein Gott, Franz. Du bist ja da. Mit mir ist so schlecht. Ja, komm, 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 nicht schlapp machen, das Stückchen schaffen wir noch. Komm, komm. Ja. Das macht den Mann noch fertig. Die Bücher machen Sie auch nicht schlauer. Mit diesen Köckels müssen wir halt leben. Ich würde die Kündigung zurücknehmen. Damit kommen wir doch nicht durch. Hören Sie sich mal in der Werkstatt um. Auch wenn die alle wissen, was das für eine Perle ist. Die solidarisieren sich mit ihr. Nichts ist leichter, als die Menschen zum Solidarisieren zu bringen. Man zeigt Herz. Und das Herz denkt bekanntlich nicht. Sie wollen also dabei bleiben? Ja. Den Prozess vor dem Arbeitsgericht, den verlieren wir mit Pauken und Trompeten. Eben. Gerade darin liegt ja unsere Chance. Na, Franz, willst du ein Ei? Du kannst ruhig mit mir darüber reden. Wenn ich etwas angestellt habe, dann musst du mir sagen. Ich weiß ja nichts. Ich möchte das dann natürlich in Ordnung bringen. Du hattest eine leere Mare und zu viel getrunken. Das war alles. Willst du ein Ei? Nein, danke schön. Nur Kaffee. Da ist übrigens gestern bei der Post noch ein Brief für dich gewesen. Du warst aber schon weg. Nützt es auch nichts mehr. Aber Franz, wenn jetzt die Bußgeldverhandlung gegen diese Frau, diese Oberfriseuse, wie heißt sie? Iselle. Gegen diese Frau Iselle losgeht, dann kommt doch die ganze Sache in Schwung. Du bist als Zeuge geladen, du kannst dem Richter sagen, wie das war. Dann wird die Frau schuldig gesprochen und dann kann die Versicherung sich doch auch nicht mehr länger drücken. Dann haben wir das Schlimmste doch geschafft. Franz. Schön, wenn es so wäre. Hoffentlich kommt er bald. Gegen Iselle, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Sie wissen Bescheid? Halten Sie sich an das, was wir besprochen haben. Dann haben wir eine gute Chance, die Höhe des Bußgeldes
unter die 40 Mark zu drücken. Das Geld interessiert mich nicht. Ich will keine Punkte in Flensburg. Eben, die bekommen Sie ja dann nicht. Gegen Isel, bitte. Ja, bitte, gehen. Gehören Sie auch dazu? Ja, ich bin als Zeuge geladen, ja. Gehen Sie doch einfach rein. Ja. Na, wenn die was von Ihnen wollen, dann rufen die Sie schon. Ach ja. Dankeschön. Frau Isel, bitte nehmen Sie Platz. Sie sind wie alt? Gehört das dazu? Verdienst? Wir sind selbstständig. Salon Isel. Guten Morgen. Haben Sie Kinder? Unsere Tochter ist tödlich verunglückt. Führerschein seit? Seit 1972. Fahrleistung? Das weiß ich nicht. Ich fahre nur in der Stadt. Sie kennen den Vorwurf, der gegen Sie erhoben wird? Ja. Sie haben gegen den Bußgeldbescheid rechtzeitig Einspruch eingelegt. Sie können die Aussage verweigern. Nein, das will ich nicht. Dann erzählen Sie mal den Unfallhergang. Ich fuhr am Mathildenplatz entlang, in Richtung Luisenplatz, dann durch den Tunnel. Alles lief ganz normal, bis plötzlich so ein Gemüsekarren, so einer mit diesem Planenaufbau, aus der Karlstraße schoss und sich vor mich setzte. Schoss, mit dem Obst und Gemüse hinten drin. Ich dachte noch, was ist denn das für ein Rüpel? Und hupte empört. In der Rossdorfer Straße wollte ich dann den Wagen überholen. Aber der dachte gar nicht daran, mir Platz zu machen. Im Gegenteil. Er zog jedes Mal leicht nach links und behinderte mich. Ich habe mich mit erneutem kurzem Hupen beschwert. Und das muss diesen Menschen geärgert haben, denn von nun an verlangsamte er die Fahrt. In schikanöser Weise. So kamen wir schließlich an die Beckstraße. Ich versuchte zum zweiten Mal an dem Wagen vorbeizukommen. Aber jetzt beschleunigte der Kerl. Der muss mich im Rückspiegel unentwegt beobachtet haben. Und nun versetzen Sie sich in meine Lage, Herr Richter. Ich hatte es eilig. Ich wurde zu meiner Mutter ins Altersheim gerufen. Und dieser Sturkopf ließ mich nicht vorbei. Ich hupte nun energisch. Welche andere Möglichkeit hat man denn? Aber im selben Augenblick trat er auch schon wie ein Irrer auf die Bremse. Ohne jede Notwendigkeit. Unmotiviert, willkürlich und abrupt. Und so bin ich eben aufgefahren. Mit einer Frau kann man ja so etwas machen. Glauben Sie mir, Herr Richter, für diesen Unfall kann ich nichts. Das hört sich alles ganz gut an, aber wenn ich das hier durchblättere, sind Sie schon mehrfach in Erscheinung getreten. Ihr Punktekonto in Flensburg ist beachtlich. Außerdem ist das nicht Ihre erste Karambolage. Seit 1972 haben Sie also für diesen Auffahrunfall kann ich nichts. Der ist nur durch diese provokative Gewaltbremsung entstanden, mit der ich nicht rechnen konnte. Und wohl auch nicht zu rechnen brauche. Zeuge Brodzinski. Herr Brodzinski, bitte. Ja. Sehen Sie, was habe ich Ihnen gesagt? Gehen Sie auf den Tisch. Grüß Gott. Herr Brodzinski, verwandt oder verschwägert sind Sie wohl nicht. Wir sind ehrliche Leute, Herr Richter. Eine Unverschämtheit. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Sie wissen ja, Sie müssen die Wahrheit sagen, sonst werden Sie bestraft. Ich habe die Wahrheit nicht zu fürchten. Sie waren an dem Unfall beteiligt. Wie kam es dazu? Ja, ich habe wegen einem Radfahrer habe ich bremsen müssen. Und da ist mir die Frau aufgefahren. Ja, weil die Kiste von dem seinem Gepäckträger fast runtergefallen wäre. Wo war denn der Radfahrer? Rechts, links, in Ihre Richtung? Ja, auf der Straßenmitte. Der ist abgestiegen. Und der hat dann das Fahrrad rübergedrückt auf die andere Seite. Noch Fragen oder Anträge? Können Sie uns den Namen dieses Radfahrers nennen? Nein.
Warum haben Sie den Mann nicht festgehalten und der Polizei als Zeugen angegeben? So wie man das doch normalerweise tut. Ich habe doch keine Veranlassung dafür gehabt. Ich habe doch das schriftliche Schuldeingeständnis von der Dame da. Das, was plötzlich ungültig ist. Darf ich das mal sehen? Wohl Schockanwirkung. Ja. Ich glaube, wir können das beenden. Ihre Zeugengebühren können Sie im Zimmer 31 abholen. Als Geschädigte bleiben Sie unvereidigt. Sie können gehen oder Platz nehmen. Herr Rechtsanwalt. Ich will nicht ganz die Schuld wegdiskutieren. Aber die Beweisaufnahme hat eindeutig ergeben, dass meine Mandantin nicht die alleinige Schuldige an dem Unfall ist. Er kam zustande, weil der Fahrer des Lieferwagens unmotiviert, plötzlich und abrupt gebremst hat. Der ominöse Radfahrer ist ja wohl nicht ernst zu nehmen. Meine Mandantin musste im Vertrauen darauf fahren können, dass auch der Fahrer des Lieferwagens bemüht sein würde, den Verkehr flüssig zu halten. Wollten wir das gegenteilige Verhalten einkalkulieren, wenn wir so vorsichtig fahren würden, wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt, dann kämen wir keinen Zentimeter vorwärts. Ich beantrage, ein Ordnungsgeld zu verhängen, das 40 Mark oder darunter beträgt. Frau Isel? Ich schließe mich dem an. Der Einspruch wird auf Kosten der Betroffenen verworfen. Begründung: Nach Überzeugung des Gerichtes sind Sie zu dicht aufgefahren und haben es an der erforderlichen Aufmerksamkeit fehlen lassen. Ihre Einlassung einer schikanösen Gewaltbremsung hat sich nicht bestätigt. Und wir beide wissen ihr wohl Bescheid. Sie kennen ja die Rechtsmittelmöglichkeiten. Wir verzichten. Die Verhandlung ist geschlossen. Gratuliere dir. Und dabei hättest du mal hören sollen, was die alles zusammengelogen haben. Ich hoffe, jetzt da liegen, so viel sie will, das nützt nichts mehr. Und auch der Versicherung nützt nichts mehr. Jetzt müssen die Brüder bezahlen. Nein, so viel ich hier sehen kann, wurde der Betrag bereits an Sie überwiesen. Die Fiducia ist bekannt für prompte Regulierung. Aber ich bitte Sie. Auf Wiederhören. Ja. Da ist ein Herr Brodschinski, der möchte Sie unbedingt sprechen. Bitte. Bitte sehr. Dankeschön, ja. Morgen, Herr Brodschinski. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Das ist nicht nötig. Vielleicht interessiert es Sie, dass gestern die Bußgeldverhandlung war. Diese Frau Isel, die muss die volle Bußhöhe bezahlen. 120 Mark zusätzlich der Punkte für Flensburg. Ich bin also völlig schuldlos an den Unfall und bitte Sie höflichst, mir jetzt mein Geld zu geben. Und zwar 8.842 Mark und 52 Pfennige, wie das mein Anwalt schon angeführt hat. Bitte schön. Ich habe das noch mal aufgeschrieben, falls Sie vielleicht bei den vielen Akten die Unterlagen nicht gleich finden können. Naja, das ist das geringste Problem. Aber zunächst einmal freut es mich für Sie, dass sich die Dinge nun doch in Ihrem Sinne zu entwickeln scheinen. Und was ist das größere Problem? Zuvor eine Frage, damit Sie keine Schwierigkeiten haben. Weiß Ihr Anwalt, dass Sie hier sind? Ich will ja nicht mit Ihnen verhandeln. Ich möchte nur einen Scheck über 8.842 Mark und 52. Nee, am liebsten wäre mir ein Barscheck. Da könnte ich das Geld nämlich heute noch abheben. Ja, mein Anwalt, der weiß davon. Wo bitteschön ist also das Problem? Bevor ich überhaupt Stellung beziehen kann, muss ich zunächst einmal die Bußgeldakte haben. Ich muss das Hauptverhandlungsprotokoll lesen und das Urteil. Und bis uns die Akten vom Gericht vorliegen, naja, da vergehen so in der Regel 3 bis 4 Wochen. So lange müssten Sie sich also schon gedulden. Herr Bearbeiter, ich bitte Sie, das Urteil ist gültig. Und der Rechtsanwalt von der Frisese hat das angenommen. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie sich doch selber. Oder fragen Sie den Rechtsanwalt. Ein Anruf genickt doch. Alles andere bedeutet doch nur wieder eine Verzögerung, die nicht notwendig ist. Notfalls kennen Sie sogar das von dem Richter her, wenn Sie sich Mühe machen und mündlich nach den Akten fragen. Legen Sie mir doch nicht wieder Knüppel zwischen die Füße wegen die paar Prozente, wo Sie an Zinsen profitieren.
Für mich bedeutet das alles, dass ich jetzt mein Geld bekomme und nicht erst in 4 Wochen. Herr Brudzinski, selbst wenn uns das Urteil vorläge, ich glaube, Sie begehen hier einen Gedankenfehler. Die Frage der Haftung wurde damit keineswegs gleichzeitig mitgeklärt. Der Ausgang in einem Strafverfahren hat zunächst einmal überhaupt nichts mit dem Fortgang in einem Zivilverfahren zu tun. Das sind 2 grundverschiedene Schuhe. Aber das Urteil hat doch ein Gericht gefällt. Das ist endgültig. Da können Sie nicht hergehen und sagen, dass es ungültig ist. An was, bitteschön, halten Sie sich denn? Ich will Ihnen das erklären. Wir sind als Haftpflichtversicherung nach den AKB verpflichtet, alles zu tun, einen Schaden dergestalt abzuwickeln, dass das Verkehrsopfer geschützt ist. Geschützt, Herr. Ich habe mein Geschäft verloren. Dabei dürfen wir nicht fahrlässig falsch regulieren, quasi aus Kulanz, nur damit eine Sache vom Tisch ist. Damit würden wir Prämien verschleudern, was im Endeffekt für die versicherten Gemeinschaft eine Prämienerhöhung bedeuten würde. Wir dürfen aber auch nicht sagen, wir wollen das Geld sparen. Denn damit würden wir unserer Verpflichtung, den Geschädigten Schutz zu bieten, zuwiderhandeln. Wir haben uns allein nach der Haftungslage zu orientieren, so wie wir sie sehen. Ja, was heißt das? Wir prüfen zunächst einmal, ob eine gesetzliche Haftung vorliegt. Und wenn ja, in welchem Umfang. Dies wiederum ist abhängig von der jeweiligen Gültigkeit der beiden Anspruchsgrundlagen im betreffenden Fall, nach denen ein Geschädigter Geld zu bekommen hat. Handelt es sich um eine Verschuldenshaftung nach § 823 BGB oder um eine Gefährdungshaftung gemäß § 7 StVG? Verstehen Sie? Jedes Wort. Nicht jeder Unfall ist auf ein Verschulden zurückzuführen. Nehmen wir an, ein schwerer Lastzug fährt über eine Kreuzung und verliert dabei Öl infolge eines Materialfehlers. Ein PKW bremst auf der Ölspur und donnert gegen eine Litfaßsäule. Hier liegt kein Verschulden des LKW-Fahrers vor. Hier bedeutet das Fahrzeug an sich die Gefährdung. So wie jedes Fahrzeug, das in Gang gesetzt wird, durch seine bloße Existenz eine Gefährdung darstellt. Hat allerdings der LKW-Fahrer gewusst, dass sein Wagen Öl verliert und kann ihm das bewiesen werden, dann handelt es sich um eine klare Verschuldenshaftung und dann muss der Versicherer den Schaden zu 100% ersetzen. Berber, bitte schön, Herr Bearbeiter, so ist das doch bei mir. Die Friseuse wurde schuldig gesprochen. Also handelt es sich um diese Verschuldenshaftung und ich habe 100% zu kriegen. Wie gesagt, 8.800 und... Sie verstehen das falsch. Ich sagte Ihnen doch bereits, das Urteil in einem Strafverfahren ist nicht präjudiziell. Das Urteil ist höchstens ein Indiz, nicht mehr. Die Frage der Verschuldenshaftung müssen wir also außen vor lassen, da sich unverändert 2 einander widersprechende Aussagen gegenüberstehen, in denen jeder behauptet, der andere sei schuld. Folglich kommt nur eine Haftung aus der Betriebsgefahr in Betracht. Da es sich jedoch um 2 Betriebsgefahren handelt, um 2 Fahrzeuge, müssen wir uns zunächst fragen, bei welchem liegt die größere Betriebsgefahr, um jenen Prozentsatz zu ermitteln, der... Waren Sie schon mal im Krankenhaus und haben gehört, wie sich 2 Ärzte in Ihrem Bett lateinisch über Sie unterhalten? Dann wissen Sie, wie unseinem bei Ihnen hier zumute ist. Warum sagen Sie nicht kurz und bindig, Sie kriegen heute wieder nichts? Ich bin Volksschüler, Herr Akademiker. Deutsch verstehe ich. Ich kann Ihnen versprechen, so wie die Bußgeldakten vorliegen, werden wir sofort prüfen, wie viel Prozent der Schadenssumme Ihnen zumindest zustehen. Und 20% halte ich für durchaus realistisch. Vielleicht können wir uns außergerichtlich auf endgültige 50% einigen, wenn sich dadurch ein Prozess vermeiden ließe. Ich bin vielleicht schwer vom Begriff in all die rechtlichen Sachen. Aber blöd bin ich nicht. Ich habe Ihnen doch erklärt, nach welchen Vorschriften eine Regulierung... Ich weiß, ja, ich weiß. Wenn ihr einen Menschen fertig macht, dann macht ihr ihn vorschriftsmäßig fertig. Der arme Teufel hat sich aufgeknüpft, aber es war ein vorschriftsmäßiger Strick. In 4 Wochen bin ich wieder da. Und da wäre es gut, wenn Sie die Akten hätten. Und das Geld. Bitte schön.
Wiedersehen, Frau. Salon Isée, guten Morgen. Ja, das ist richtig. Frau Gysi? Ja? Sehen Sie doch mal nach, ob alle Damen versorgt sind mit Journalen und so. Ja. Der Einspruch wurde abgewiesen. Ich habe von meinem Recht Gebrauch gemacht und Ihnen ein Regulierungsverbot erteilt. Wie können Sie da 20% zahlen wollen? Bewiesen ist da gar nichts. Dieser Gemüsefritze hat willkürlich gebremst. Was für mich schon allein aus der Tatsache hervorgeht, dass er seinen Karren für 5.700 Mark hat reparieren lassen. 5.700 Mark, Herr Lartig. Wissen wir, was da alles reingerechnet wurde? Die Polizei hat einen Schaden von 1.000 geschätzt. Da grinst doch die Absicht aus allen Knopflöchern. Nein, ich bin hier unnachgiebig. Wir haben unsere Tochter durch einen solchen Verkehrsraudi verloren. Wer Unfälle provoziert, der soll auch die Zeche bezahlen. Das verstehe ich auch, Herr Isel. Aber bitte berücksichtigen Sie, nach dem Pflichtversicherungsgesetz besteht ein Direktanspruch des Geschädigten gegen die Versicherung. Und danach sind wir verpflichtet, den Schaden so abzuwickeln, wie die Haftungslage es verlangt und nicht, wie der Versicherungsnehmer das wünscht. Und bei einem Auffahrunfall sind 100% immer im Risiko. Reden Sie mir doch nichts ein. Sie wissen ebenso gut wie ich, dass es ein Grundsatzurteil gibt, demzufolge nicht mehr unbesehen der die Schuld hat, der auffuhr. Also bitte sehr, zahlen Sie 20% aus dieser Gefährdungshaftung. Aber 100%, darüber werden wir uns noch zu unterhalten haben. Dann gibt's eben einen Prozess. Und den haben wir nicht zu scheuen. Wir werden beweisen, dass diese Frau Isel den Unfall allein und ausschließlich verursacht und verschuldet hat. Und damit klagen wir auch den vollen Schaden ein. Aber wie werden wir das beweisen, nicht? Ich streite doch alles ab, im Gegenteil. Wir haben erstens als Indizien das Schuldeingeständnis der Dame selbst und auch das Bußgeldurteil. Und zweitens kennt das Gesetz hier den sogenannten Prima Facie-Beweis, das ist der Beweis des ersten Anscheins. Da ist unter bestimmten typischen Umständen nur die Tatsache zu beweisen, nicht die Ursache. Und Tatsache ist doch, dass der PKW mit der Frau Isel am Steuer auf ihren Gemüsewagen aufgefahren ist. Die Ursachen interessieren uns nicht. Und somit werden wir gut daran tun, nicht nur die Versicherung zu verklagen, sondern auch gleich die Fahrerin. Ja, aber meine, wird das dadurch nicht doppelt so teuer? Nein. Wenn wir nur die Versicherung verklagen würden, hätte das zur Folge, dass die Frau Isel als Zeugin aussagen könnte, so wie Sie als Zeuge im Bußgeldverfahren ausgesagt haben. Und das wollen wir doch wohl verhindern. Na bloß nicht, dass die zum Reden kommt. Wenn die Ihnen einen guten Morgen wünscht, da hat sie schon zum ersten Mal gelogen. Was nun die Kosten angeht, Herr Brudzinski, so müssen Sie noch vor dem Verfahren, sowohl beim Gericht als auch bei mir, in Vorlage treten. Kann gar nichts passieren, wenn Sie Folgendes tun. Sie lassen sich ein Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts ausstellen. Damit sind Sie von jeder Kostenvorlage befreit. Das übernimmt für Sie der Staat. Was allerdings nur bedeuten kann, dass der Staat für Sie die Kosten vorläufig übernimmt, falls Sie den Prozess verlieren. Na, das wollen wir doch wohl nicht hoffen. Wenn Sie jetzt hier bitte unterschreiben. Ja, bitte schön. Das Zeugnis zur Erlangung der einstweiligen Kostenbefreiung geht an Ihrem Anwalt zu. Ich denke, dass er das bis übermorgen hat. Ja, das wäre schön, ja. Man ist ja direkt dankbar für jede Behörde, die zügig arbeitet, nicht? Gerade beim Armenrecht. Das Armenrecht haben Sie damit aber noch nicht. Dafür ist das Sozialamt nicht zuständig. Wir stellen Ihnen lediglich das Armutszeugnis aus. Damit bescheinigen wir Ihnen, dass Sie arm sind. Ob Sie auch das Recht haben zu klagen, ob Ihre Sache Aussicht auf Erfolg hat, entscheidet das Gericht. In der Regel nach 4 bis 6 Wochen. Und zwar aufgrund der Klageschrift Ihres Anwalts, der ihr den Antrag auf Bewilligung des Armenrechts beifügt. 6 Wochen? Sie können das nicht vielleicht irgendwie beschleunigen? Darauf haben wir keinen Einfluss. Sie können von uns allerdings im Rahmen der Sozialhilfe einen monatlichen Unterstützungsbetrag bekommen, da Sie ja ohne jegliche Einkünfte sind. Also dafür danke ich gedickst. Es genügt, wenn Sie mir ein Armutszeugnis ausstellen. Und Geld von der Fürsorge nehme ich nicht. Ich habe ein Leben lang allein für mich gesorgt. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Ja, aber von irgendetwas müssen Sie doch leben. Ich kriege ja in Kürze Geld von der Fiducia. Und damit werde ich mir schon irgendwie weiterhelfen. 20% von fast 9.000 Mark.
Das sind 974 Mark und 20. Möchten Sie den Betrag in bar oder sollen wir ihn überweisen? Verzeihen Sie bitte schön, aber da müssen Sie sich verrechnet haben. Ich meine, 20% von 8.842,52, das sind 1.768,50. Wieso 8.842? Was zur Auszahlung angewiesen ist, sind 20% von 4.871 Mark und 3. Aber mein Schaden ist ja doppelt so hoch. Das hat der Rechtsanwalt, was ich habe, schriftlich aufgeführt. Da mussten wohl Abstriche der Höhe nachgemacht werden. Ich kann das von hier nicht beurteilen. Ich möchte bitte schön diesen Bearbeiter da sprechen. Tut mir leid, Herr Latig ist in einer Sitzung. Ich habe es gerade eben in einer anderen Sache versucht. Ich komme nicht durch. Sie können Herrn Schiem sprechen, aber die Bearbeitung in Ihrem Fall hat Herr Latig. Leiter. Wenn Sie den Betrag nicht annehmen wollen, überweisen wir ihn. So haben Sie das Geld schneller. Eine Frage hätte ich, bitteschön. Wer hat Versicherungsleuten Pfeife gegeben, nach der die anderen tanzen müssen? Welche Wahl bleibt mir denn, Fräulein? Ich bin so hartnäckig wie Sie, ich nehme das Geld. Danke. Wiedersehen. Frau Roth, gehen Sie mal ran. Guten Tag. Einen Augenblick, bitte. Bitte schön. Roth? Ja? Ja? Herr Pfeffer erwartet Sie im Gemeinschaftsraum. Oh ja, danke. So, bitte sehr. Ja, ich komme eben von der Fiduzia. Was die Versicherung ist, wo ich... Bitte schön. Danke. Ich sehe hier einen Betrag von 52,22 Mark für die TÜV-Abnahmen Ihrer Werkstatt. Wieso kostet das bei Ihnen doppelt so viel? Wir haben von dem Geld nichts, wir haben es nur ausgelegt. Die Höhe des Betrages hat der BMV in der Gebührenordnung für die PKÜ, freiwillige Kraftfahrzeugüberwachung, festgelegt. Bitte, wer ist der BMV? Der Bundesminister für Verkehr. Aha, und der nimmt dafür, dass man die überfüllten TÜV-Stände entlastet, das Doppelte? Das Vierfache leider. Denn wenn Sie die TÜV-Plakette bei uns in der Werkstatt kriegen, müssen Sie schon nach einem Jahr wiederkommen, obwohl ein Mann vom TÜV den Wagen abgenommen hat. Und dann zahle ich wieder das Doppelte? So ist es. Seltsam, seltsam. Das muss dem BMV in jener Nacht eingefallen sein, in der ihm auch einfiel, keine Betrunkenen im Taxi zu befördern. Ja, also, nun hat mir eben die Versicherung nur 974 Mark bezahlt, statt 1800, wie ich geglaubt habe, dass ich heute kriege. Bitte schön, könnten Sie das vielleicht mit dem Chef in dem Sinne besprechen, dass er möglicherweise Verständnis dafür hat, dass ich heute wieder nichts für die restlichen Reparaturkosten bezahlen kann. Ja, ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Geld von der Fiduzia kriege. Ich will es versuchen, aber versprechen kann ich nicht. Natürlich. Sie hören dann von uns. Ja, sehr freundlich. Wiedersehen. Und was soll ich nun machen? Also das ist so, Sie werden in dem Prozess vom Arbeitsgericht von der Gewerkschaft vertreten. Und zwar von einem Rechtsschutzsekretär, der ist Jurist. Sie können sich in erster Instanz auch selbst vertreten oder einen Anwalt nehmen. Den müssen Sie allerdings bezahlen. Und was kostet so ein Rechtsschutzsekretär? Der kostet Sie nichts. Sie sind ja Gewerkschaftsmitglied. Dann lasse ich mich vertreten. Herr Isel, wir sind verpflichtet, Gelder sachgerecht einzusetzen. Und 20% zur Klaglosstellung sind sachgerecht, wenn eine Teilhaftung klar indiziert ist. Eine Teilhaftung, eben, aber... und die schaffen wir durch Ihr Regulierungsverbot nicht aus der Welt. Aber Sie wollen doch 100% bezahlen. Weshalb lassen Sie das Regulierungsverbot für die restlichen 80% gelten, wenn Sie so sehr davon überzeugt sind, dass der Gemüsefritze 100% zu kriegen hat? Welcher Anspruch ist nun richtig? Der zu 20 oder der zu 100%? Das eben hat ja das Gericht zu entscheiden. Und damit habe ich dann das Prozessrisiko zum gleichen Preis. Zu 100%. Aber Herr Isel, überdenken Sie doch die Konsequenzen. Was würde aus dem Kapital einer versicherten Gemeinschaft, wenn jeder auf deren Kosten Prozesse führen könnte? Prozesse, von denen wir uns nichts versprechen? Aber an die Sie sich nicht ungern anhängen. Deshalb zahlen Sie nur 20%. Unterstellungen, glaube ich, führen uns nicht weiter. Worin liegt denn das Problem? Was gegen uns spricht? Sind Indizien, Herr Latig. Ich habe mich erkundigt. Dieser Gemüsefritze muss beweisen, dass meine Frau schuldhaft aufgefahren ist. Und das kann er nicht. Ihm hilft der Beweis des ersten Anscheins während... Aber nur in einer typischen Situation. Die Gegenpartei wird sagen, die Situation war typisch.
Und dann müssen Sie den Beweis antreten, dass die Situation atypisch war und damit der Unfall für Ihre Frau unabwendbar. Und das können Sie nicht. Die Straße ist breit. Breit genug, um an einem Radfahrer vorbeizufahren. Das wird sich herausstellen. Ich denke, wir sollten diese Überlegung Herrn Dr. Reibold überlassen. Der ist kompetenter als wir. Ist das Ihr Anwalt? Wir haben schon oft zusammengearbeitet. Er ist ein Spezialist auf dem Gebiet des Verkehrsrechts. Sollte es zu einem Prozess kommen, sind wir bei ihm in besten Händen. Dagegen verwahre ich mich auf das Entschiedenste. Eine Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, Herr Brodzinski, ist eine gesetzliche Versicherung und als solche zur Leistung verpflichtet. Sie darf die Zahlung gar nicht verzögern und schon gar nicht verweigern, von Gesetzes wegen. Verzeihen Sie bitte schön. Frau Isel darf ja auch nicht andererlei ihr Auto kaputt fahren, von Gesetzes wegen. Und sie hat es getan. Aber wodurch denn, werter Herr? Durch Ihre provokative Fahrweise. Sie sollten sich jetzt nicht hier den Mitleidsmantel umhängen und uns glauben machen wollen, Sie hätten Ihr Geschäft verloren, weil Sie Ihr Lieferfahrzeug nicht auslösen konnten. Es gibt überall Kredit, wie jedermann weiß. Und wenn Sie keinen bekommen konnten, dann muss ich doch fragen, was war das für ein Geschäft, das Sie da verloren haben? Stellen Sie sich doch nicht selbst ein Armutszeugnis aus. Das habe ich gar nicht nötig. Das hat das Sozialamt für mich gemacht. Ich kann nicht ganz einsehen, wozu Unterstellungen gut sein sollen. Das Gericht kann sich sehr wohl selbst ein Urteil bilden, wer hier glaubwürdig ist und wer nicht. Herr Richter, es gibt in jedem Beruf Kollegen, die faules Gemüse für gut verkaufen. Und das sind dann die, die Kredite kriegen, Herr Rechtsanwalt. Mein Betriebskapital ist mein alter Kleinlaster gewesen. Dafür gibt keiner Kredit. Und schon gar nicht, wenn das Fahrzeug kaputt ist. Ich habe seit dem Unfall, seit über einem halben Jahr, fast keine Einkünfte. Ich bin 56 und Obst und Gemüse kann ich schlecht mit dem Leiterwagen zu die Leiter ziehen. Bitte schön. Sie werden schon von irgendetwas leben. Ich lebe von der Hoffnung, dass ich hier mein Recht kriege. Dann könnte ich nämlich zusammen mit meiner Bekannten, wo hier ist, ein Geschäft eröffnen. Für Zeitschriften, Tabakwaren und Süßigkeiten. Und Toto und Lotto, wenn die Herren, die Zulassung vergeben, uns doch noch die Genehmigung geben sollten. In jedem Fall benötigen wir dafür ein Anfangskapital von mindestens 15.000 Mark. Ich muss doch bitten, wen interessieren die privaten Vorhaben des Klägers? Hier geht es um die Klärung von Rechtsfragen, Herr Brodzinski. Um Ihre Behauptung, meine Mandantin sei schuldhaft aufgefahren. Den Beweis dafür sind Sie bislang schuldig geblieben. Die Briten von der Versicherung haben mir bis heute 974 Mark ausbezahlt. 974 Mark von fast 9.000 Mark. Das hat mich in meiner Existenz umgeworfen. Da werde ich doch wohl sagen dürfen, wie ich wieder auf die Füße komme. Das wissen wir nun. Noch Fragen? Frau Isel, von Ihnen hätte ich gern gewusst, warum Sie 12 Tage verstreichen ließen, bis Sie den Unfall Ihrer Versicherung gemeldet haben. Wir hatten geschäftlich viel zu tun. Außerdem habe ja nicht ich den Schaden zu verantworten. Sie sind aufgefahren. Herr Richter, ich schwöre Ihnen, wenn diese Person den Unfall gleich gemeldet hätte, wie sich das gehört, dann hätte die Versicherung bestimmt nicht erst nach 14 Tagen den Sachverständigen geschickt. Sie waren jetzt nicht gefragt. Nach 14 Tagen, für die ich möglicherweise die Leihwagenkosten tragen muss. 1200 Mark, Herr Richter. Man kann mich doch nicht für die bösartige Verzögerung dieser Frisese zahlen lassen. Ich hatte Ihnen das bereits erklärt. Die Tatsache, dass Frau Isel verspätet Ihrer Versicherung von dem Unfall Mitteilung gemacht hat, enthebt Sie nicht Ihre Verpflichtung, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Aber... Nein, Herr Brodzinski, Sie durften sich nicht darauf verlassen. Die Versicherung wird den Sachverständigen schon schicken und wenn nicht, was schert es mich? Ich habe ja für die Leihwagenkosten nicht aufzukommen. Sie mussten sich darum kümmern, dass der Sachverständige auch tatsächlich beauftragt ist. Vielleicht klärt Sie Ihr Anwalt über den Begriff der Schadensminderungspflicht auf. Selbstverständlich, Frau Richterin. Ebenso wie der Herr Kollege der Beklagten sicherlich den Begriff der Schadensbehebungspflicht erklären wird. Aber Herr Richter, bitte schön, ich habe mich doch darum gekümmert. Sie halten sich jetzt mal zurück. Ich habe sogar einem vereidigten Sachverständigen den Auftrag übermittelt. Aber gerade vor 5 Minuten bin ich doch noch belehrt worden, dass ich das hätte nicht tun sollen. Weshalb ich möglicherweise sogar die Kosten für das Gutachten übernehmen muss. Fast 200 Mark. Was hätte ich denn tun sollen? Sie haben den Sachverständigen erst bestellt, nachdem ein anderer Sachverständiger den Unfall bereits aufgenommen hatte. Aber doch kein Neutraler.
Das war doch einer von der Versicherung. Wo hätte ich denn wissen sollen, dass der mich nicht über die Löffeln balbiert? Darüber hatten wir bereits gesprochen. Herr Brodzinski, ich muss Sie bitten, den Verlauf der Verhandlung nicht ständig zu unterbrechen, sonst sitzen wir heute Abend noch über der Sache. Herr Rechtsanwalt. Frau Isel, Sie haben uns hier erklärt, Herr Brodzinski habe diese unnötige Gewaltbremsung nur vom Zaun gebrochen, um sich, wie Sie das ausdrücken, seinen alten Karren auf Kosten anderer reparieren zu lassen. Wie erklären Sie es sich dann aber, dass dieser alte Karren doch wohl ganz erstaunlich gute Bremsen gehabt haben muss? Sonst hätte das Ganze ja nicht geklappt, Herr Rechtsanwalt. Reparaturen von 5.700 Mark. 1.000 hatte die Polizei geschätzt. Ich bin kein Betrüger, nicht? Der Wagen war erst ein Vierteljahr vorher beim TÜV. Sie waren also fest davon überzeugt, dass Herr Brodzinski den Unfall allein verschuldet hat? Ja. Das wurde mir klar, nachdem ich mich einigermaßen von dem Schock erholt hatte. Wäre es dann nicht konsequent gewesen, den Ihnen entstandenen Schaden bei der Versicherung des Herrn Brodzinski geltend zu machen? Warum haben Sie das nicht getan? Meine Mandantin kann sehr wohl unterscheiden zwischen einem theoretischen Rechtsanspruch und einem solchen, der praktisch durchsetzbar ist. Welche Chancen hat denn der auffährt? Wenige, in der Tat. Denn es gilt ganz allgemein als schwierig, Schadenersatzforderungen durchzusetzen, wenn man zuvor ein schriftliches Eingeständnis der Schuld abgegeben hat. Muss ich doch widersprechen. Das, was Sie als ein schriftliches Eingeständnis der Schuld bezeichnen, ich habe die Schuld an dem Unfall, wie da geschrieben steht, das ist die Wertung eines Unfallgeschehens. Die Wertung durch einen Laien, der sich obendrein in einer seelischen Zwangssituation befand. Und ein Laie, das wissen Sie, verehrter Herr Kollege, genauso gut wie ich, ist gar nicht in der Lage, ein Unfallgeschehen rechtlich zu bewerten. Aber er ist in der Lage, folgerichtig zu handeln. Und wer wütend ist über die schikanöse Fahrweise eines anderen, der lässt in aller Regel seiner Empörung freien Lauf, schlägt nicht quasi einen psychologischen Salto Mortale, indem er sich hinsetzt und ein Schuldeingeständnis verfasst. Ich danke. Aus meinem Schriftsatz vom 24. Januar stelle ich hiermit den Antrag zur Vernehmung der Zeugen. Und zwar? Ich habe da noch eine Frage, Frau Isel. Ja? Sie sind aufgefahren. Sie hatten zunächst die Überzeugung, dass Sie den Unfall verschuldet haben. Sie haben bei der Versicherung des Unfallgegners keinerlei Ansprüche gestellt. Sie haben als weiteres Indiz ein hohes Bußgeld entrichtet. Trotzdem behaupten Sie, Herr Brodzinski habe die Karambolage provoziert, um nicht unfallbedingte Schäden an seinem Wagen beheben zu lassen. Exakt! Wegen dieser hohen Kosten muss es sich ja Herr Brodzinski nach dem vom Gericht angeforderten Gutachten unter Umständen gefallen lassen, dass der Unfallschaden an seinem Fahrzeug auf wirtschaftlicher Totalschadensbasis abgerechnet wird. Also nicht 5.700 Mark, sondern 3.800 Mark. Und nun frage ich Sie, Frau Isel, wer schneidet sich schon gern ins eigene Fleisch? Spricht folglich nicht doch so manches dafür, dass er wegen dieses Radfahrers bremsen musste. Wieso muss ich mir das gefallen lassen? Wieso 3.800 Mark, wenn drei Sachverständige ausdrücklich 5.700 bescheinigen? Das macht doch keinen Unsinn. Aber ich habe doch den Schaden wirklich in dieser Höhe gehabt. Die Höhe der Reparaturkosten, Herr Brodzinski, muss in einem vernünftigen Verhältnis stehen zum Wert des Fahrzeuges vor dem Unfall, beziehungsweise zur Höhe der Kosten für eine eventuelle Wiederbeschaffung. Und diese Wertansetzung ist bei einem alten Wagen wie dem Ihren äußerst schwierig, weil er in keiner Liste mehr aufgeführt ist. Schaden ist Schaden, Herr Richter, und den muss man mir ersetzen. Den Schaden? Aber nicht so, dass Sie einen Zugewinn haben. Sagt Ihnen das nicht der gesunde Menschenverstand? Sie können doch nicht verlangen, dass ein Fahrzeug für 5.700 Mark repariert wird, wenn es alles in allem nur noch ganze 4.000 Mark wert ist. Die muss es doch eine Grenze geben. Und wie bitteschön kann ich die erkennen, die Grenze, die der vereidigte Sachverständige, wo ich gehabt habe, offensichtlich auch nicht gekannt hat? Was verlangen Sie denn von einem Durchschnittsbürger, dass er vorher hätte schon wissen sollen, was 5 Juristen über 3 Gutachten nachher hätten für richtig ausgeklügelt? Wir sind doch keine Propheten, nicht? Doch deinen Mund. Herr Brodzinski, das Gutachten eines privaten Sachverständigen. Und selbst wenn es falsch wäre, Richter, richtig ist doch wohl Folgendes. Ich bin nicht Rothschild
Und wenn ich verkaufen will, muss ich zu den Leuten fahren. Das kann ich aber nicht mit kaputtem Auto. Und ich kann das schon gar nicht mit einem Ersatzauto für 3.800 Mark. Denn es gibt für 3.800 Mark kein Spezialfahrzeug, was ich brauche. Und ohne Auto kann ich mein Geschäft nicht ausüben. Also, sagt mir mein gesunder Menschenverstand, muss ich es reparieren dürfen? Das dürfen Sie auch. Aber dann müssen Sie eben notfalls die Differenz selbst tragen. Was? Ich soll bezahlen? 2.000 Mark für einen Schaden, den ich gar nicht angerichtet habe? Ich soll bezahlen, obwohl ich ohne Einkünfte bin? Weil die Versicherung mich Stück für Stück in den Ruin getrieben hat? Für schmutzige Zinsen auf meinen Rücken? Das soll ich bezahlen? Ist das Ihr Recht, Herr Richter? Herr Prochinski, ich warne Sie. Der bringt sich um alles. Warten Sie doch erst einmal das Urteil ab. Ich bin doch nicht blöd. Ich sehe doch, was da läuft. Ich beantrage eine Unterbrechung der Verhandlung. Kurze Unterbrechung. Ich habe einen Anspruch. So wie jeder Autofahrer in der Bundesrepublik einen Anspruch hat. Wofür bezahlen wir die hohen Prämien? Vielleicht dafür, dass die Versicherungen sich die neuen Anwälte nehmen, die dann ausdifteln, dass wir überhaupt keine Ansprüche mehr haben. Kommen Sie erst mal mit raus. Wenn das Recht ist, Herr Richter, was ist das für ein Recht, das keiner mehr versteht? Was ist das für ein Gericht, das die Schuldigen schützt und die Unschuldigen zur Kasse bittet? Herr Brodschinski, wenn Sie weiterhin die Würde des Gerichts in dieser Weise missachten, nehme ich Sie in eine Ordnungsstrafe. Würde? Würdig ist es, einem Menschen, den man hat stürzen lassen, aufzuhelfen, Herr Richter. Das ist Würde. Kommen Sie, Herr Brodschinski, wir werden das schon schaffen. Franz, ich bitte dich doch um alles. Was habe ich denn noch zu verlieren? Seit über einer Stunde schütten Sie mein gutes Recht in Ihre Paragraphenmillionleien, so lange, bis unten glattes Unrecht herauskommt. Wo leben wir denn? In einer Paragraphenstadt für die Rechtsverdrehung, in einer Rechtsstaat für Menschen. Bitte, Herr Wolczynski, warten Sie hier draußen. Sie sind jetzt zu erregt, Sie können sich nur schaden. Ich versuche inzwischen, die Wogen zu glätten. Ich bin gepflichteter Rechtsanwalt. Ohne einen Pfennig habe ich angefangen in der Großmarkthalle. Wenn Sie wissen, was das heißt, da möchte ich nichts wieder hin. Das hat jetzt keinen Sinn, jetzt hört er nichts. Ich rede schon mit ihm. Sorgen Sie auf alle Fälle dafür, dass er hier draußen bleibt und nicht wieder reinkommt. Sie haben den Unfall aufgenommen. Sie kennen den Unfallort. Ja. Aus den Akten der Staatsanwaltschaft habe ich hier die Fotokopie der Skizze jener Straße mit den exakten Abmessungen der Polizeibehörde. Danach hat die Rossdorfer Straße am Unfallort eine Gesamtbreite von 7,80 Meter. Das entspricht einer Fahrbahnbreite von 3,90 Meter, also rund 4 Meter. Der Lieferwagen, der Hanomag Henschel, hat eine Breite von 2 Metern. 2 Meter blieben dem Kläger somit zu manövrieren. Nun frage ich Sie, wenn ein Radfahrer, wie dies der Kläger behauptet, auf der Straßenmitte absteigt, um sein Fahrrad über die andere Straßenhälfte zum jenseitigen Trottoir zu schieben, bestand da für den Fahrer des Hanomag Henschel die unbedingte Notwendigkeit zu bremsen? Oder hätte er nicht auch einfach an dem Radfahrer vorbeifahren können? Tja, das lässt sich so schwer sagen. Meiner Meinung nach hätte er vorbeifahren können. Und warum? Na, weil da Platz genug war. Ein Radfahrer braucht doch zum Absteigen nicht 2 Meter. Danke. Herr Wachtmeister, haben Sie den Unfall mit angesehen? Nein, wir sind gerufen worden. Und wie viel Zeit vergeht da in der Regel? Bis die Unfallmeldung bei uns eingeht, 5 Minuten. Es gibt ja überall Telefon. Und wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie am Unfallort waren? Im Berufsverkehr höchstens 10 Minuten. Wir hatten noch einen anderen Unfall abzuwickeln. Alles in allem sind Sie also etwa eine Viertelstunde später da eingetroffen? Ja. Wie können Sie da behaupten, dass eine Viertelstunde vorher Platz war? Vielleicht wurde in der Zwischenzeit ein PKW weggefahren, der da am Straßenrand geparkt hatte, sodass also kein Zwischenraum blieb. Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, was ein Lieferfahrer gesagt hat. Welcher Lieferfahrer? Der den Unfall gesehen hat. Woher wissen Sie das? Na, weil er es gesagt hat. Und was war das, dass dieser Lieferfahrer gesagt hat? Na, ungefähr sowas Blödes, dazu Bremse. Der hätte ja genauso gut auch vorbeifahren können. Das haben Sie gehört? Das habe ich gehört. Warum haben Sie das nicht vorher gesagt? Mich hat ja nie einer gefragt. Keine weiteren Fragen. Ja, und selbst wenn man das Geld nicht habe, um das Lädchen aufzumachen,
Du findest doch noch was anderes als die Gärtnerarbeit oder die Kistenschlepperei in der Großmarkthalle. Das darfst du schon wegen deiner Gesundheit nicht. Du bist kein 30 mehr. Und so beinahe danach fragen würde. Eine Million Arbeitslose, wen interessiert da die Gesundheit von Herrn Franz Brodzinski? Dann legst der ärztliche Attest vor. Keiner von den Attestbrüdern. Ich habe immer noch tun können, was ich habe tun müssen. In keinem Fall ungünstig. Wenn keine anderen Beweise vorliegen, dann besagt der Beweis des ersten Anscheins, dass der die Schuld hat, der auffuhr. Um nun von diesem prima facie Beweis herunterzukommen, mussten wir Tatsachen vortragen, die zwingend zu dem Schluss führten, dass es sich hier um einen Geschehensablauf handelte, der abweichend war von dem typischen Geschehensablauf. Und das ist uns, glaube ich, mit der Aussage des Polizisten gelungen. Denn kein Mensch muss annehmen, dass der Vorausfahrende eine unfallträchtige Gewaltbremsung vollführt, wenn er ebenso gut mühelos an dem Hindernis vorbeifahren kann. Hat dieser Mensch nun die Schuld? Zumindest eine Mitschuld. Wenn Sie mich fragen, 50%. Das heißt, dass wir die Hälfte der Kosten tragen müssen? Weniger. Denn bei den Kosten wirkt sich für den Kläger nachteilig aus, dass das Gericht unserer Auffassung entsprechend die Schadenshöhe von geforderten 8.000, 1.000 hat der Mann ja bekommen, die sind also nicht mehr im Streit, auf ca. 5.000 Mark reduzieren wird. Wenn dem Kläger davon nun auch wiederum nur die Hälfte zugesprochen wird. Rechnen Sie es sich aus, wie viel Prozent das von den geforderten 8.000 Mark sind. Entsprechend ist die Aufteilung der übrigen Kosten. Sagen Sie mir, wie das Gericht entscheiden wird. Und Sie wissen, wo das Meer am tiefsten ist. Kommt ganz drauf an, wie die Kammer diese Aussage bewertet. Und wann verkünden die Entscheidung? Am Ende der Sitzung. Aber wann? Es kann dauern. Naja, dann warten wir eben, Emilia, nicht? Ich habe Zeit. Und solange gesungen wird, ist die Kirche noch nicht aus. Komm. Rufen Sie mich heute Nachmittag noch mal an. Was denn? Was denn, Sie sind bei der Urteilsverkündung nicht dabei? Das kann ich leider nicht. Aber eins sollten Sie wissen, mit der Entscheidung dieser Kammer muss nicht das letzte Wort gesprochen sein. Nee, Herr Rechtsanwalt, nie mehr wieder. Wer betet schon, wenn er nicht mehr glauben kann? Komm, setz dich doch, Emilie. Dankeschön. Danke für Ihre Bemühungen. Keine Ursache. Sie wollten mich sprechen. Nehmen Sie Platz. Frau Ermittler, kommen Sie bitte mal. Ja. Fräulein Köcke. Nachdem, wie der Prozess vorm Arbeitsgericht gelaufen ist, stimmen Sie mir sicher zu, wenn ich sage, dass das Arbeitsverhältnis erheblich gestört ist. Um nicht zu sagen, eine Fortsetzung ist unzumutbar. Ich schlage deshalb eine Aufhebung des Arbeitsverhältnisses vor und bin bereit, Ihnen eine Abfindung in Höhe von 3 Monatsgehältern, das entspricht etwa 5.500 Mark, zu zahlen. Sind Sie damit einverstanden? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich möchte es erst mit dem Rechtsschutzsekretär besprechen. Tun Sie das und lassen Sie mich das Resultat wissen. Der Inhalt unseres Gesprächs geht Ihnen schriftlich zu. Danke. Früher hat man Leute einfach entlassen, das war nicht richtig. Aber ob es richtig ist, dass man sich heute nur noch freikaufen kann? Es gibt Mitarbeiter in der Firma, die werden sagen, die Kapitalisten machen alles mit Geld. Es wird verkündet. Schließen Sie bitte die Tür.
Brodzinski gegen Iselle und Fiduzie. Im Namen des Volkes, die Beklagten zu 1 und 2 werden als Gesamtschuldner verurteilt. An den Kläger D-Mark 1.500 nebst 4% Zinsen seit dem 7. Oktober 1977 zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat der Kläger zu 2/3, die Beklagten zu 1/3 als Gesamtschuldner zu tragen. Mütig gegen Tiedemann, im Namen des Volkes, die Klage wird abgewiesen. Gib auf dich Acht. Karl, arbeitet Brodzinski wieder hier? Der hat doch einen Unfall gehabt, seinen Wagen verloren, alles eine teure Sache. Wieso denn das? Dem ist einer draufgefahren